Hallo liebe Waage, herzlich willkommen bei Inbalz Tarot. Gerne möchte ich heute eine Legung für die zweite Jahreshälfte 2022 machen. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Warum sage ich das immer? Ich sage das, weil ich hier für ein Kollektiv schaue und dadurch die Legungen generell sind. Ja, die sind für eine große Gruppe und dementsprechend ist dann hier auch die Legung. Wenn du aber vom Mond, Venus, Aszendent auch schaust, dann hast du einen Rundumblick. Du hast dann, oder wenn du das alles zusammenfügst, hast du dann eine individuellere Legung hier auf YouTube. Okay? Und es ist auch tatsächlich so, wir bestehen nicht nur aus dem Sonnenzeichen, das wäre ziemlich langweilig, wenn du dich an einen Astrologen, eine Astrologin wendest, dann schauen die nicht einfach nur dein Sonnenzeichen an. Na, also wäre es ja langweilig, wenn du einfach nur Fische wärst, nur Jungfrau, nur Waage. Nee, da gibt es mehr Aspekte an dir. Ja, es gibt die Emotionen, es gibt die Beziehungen, es gibt dies und jenes und Jupiter und Saturn und all das. Und deswegen, ja, Mond, Venus, Aszendent auch immer anschauen, okay? Die Legung hier ist für Juli bis Dezember 2022. Es ist eine Zukunftsvorhersage. Wir haben erst Mai. Es wäre ganz normal, falls dir die Legung hier nicht wirklich realistisch vorkommt, weil du es gerade nicht in deiner Realität hast jetzt im Mai, okay? Deswegen muss man hier ein bisschen immer abwarten. Moment. Ah. Deswegen muss man gerade bei solch langfristigen Legungen, die in der Zukunft liegen, ein bisschen abwarten und schauen, wie sich die Dinge fügen. Okay? Solche Legungen muss man sich einfach hinter die Ohren schreiben und weiterleben und schauen, was passiert. Also schauen wir mal. Ich ziehe hier direkt eine Karte. Eine Karte bitte für Waage in der zweiten Jahreshälfte 2022. König der Münzen hier. Du kommst an, du bist angekommen. Ich habe das Gefühl, dass für dich in der zweiten Jahreshälfte häusliche Themen sehr wichtig sein werden. Häuslich, das ist ziemlich interessant, weil der König der Münzen ist eigentlich jemand, der sich voll auf die Arbeit konzentriert, auf Investments und all das. Aber gleichzeitig schaut der König der Münzen auch, wo er lebt, wie er lebt. Und ganz egal, ob du Mann oder Frau bist, lass dich nicht vom Geschlecht hier auf der Karte beirren. Du wirst, nachdem du beruflich angekommen bist, finanziell angekommen bist in der zweiten Jahreshälfte, deinen Blick auf dein Privatleben hier richten. Ja? Was habe ich, sehe ich, erlebe ich, wenn ich von der Arbeit zurückkomme? Ja? Oder wenn ich meinen Laptop zuklappe? Oder passt mein Lebensumfeld auch zu dieser tollen Etappe, die ich in meinem Beruf erreicht habe, die ich in meiner persönlichen Entwicklung erreicht habe? Das ist ein Check-up, den du machst in der zweiten Jahreshälfte. Okay. Kraftkarte hier. Einige von euch schaffen es hier, Schulden abzubezahlen in der zweiten Jahreshälfte. Ist ziemlich gut, ihr generiert Geld und hält euch zurück in Bezug auf Ausgaben. Eure Finanzen werden hier geheilt. Es kann sein, dass du zu Budgetberatung gehst, zu Finanzplanung gehst, zu einer Finanzberatung gehst. Ich empfehle das dringend, 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 dringend an jene, die, sorry, ich muss das jetzt einfach reinwerfen, ja, wenn ich schon hier bin und die entsprechende Erfahrung gemacht habe. Ich empfehle jenen, die mit demokratischen, sozialistischen, kommunistischen Eltern aufgewachsen sind, dringend eine Budgetberatung, Finanzbücher, ja, solche Dinge. Meine Eltern waren Kommunisten und die hatten mir gar nichts beigebracht darüber, wie man haushaltet, wie man ein Budget hat, wie man den Lohn einteilt und all das, ja, solche Dinge. Rechnungen pünktlich bezahlen und solche Dinge. Also das sind alles Dinge, die ich im Erwachsenenalter lernen musste. Deswegen, ja, passt auf, sozialistische, demokratische, kommunistische Eltern neigen dazu, Geld zu verabscheuen.
Gänsefüßchen, Gänsefüßchen, Geld zu verabscheuen und den Kindern zu sagen, dass das oder nichts Wichtiges ist und ja, sie von diesen Themen fernzuhalten. Also jene, die Geldprobleme haben, unbedingt schauen, wie bist du aufgewachsen, was hattest du für Eltern, wie sind die mit Geld umgegangen und dann dementsprechend ja, dir die entsprechende Beratung holen, die entsprechenden Infos holen. Okay? In Bezug auf das Berufsleben habe ich das Gefühl, dass hier gewisse Dinge bei dir so wie auf unsteten Boden gebaut waren in deinem Beruf. Da gab es gewisse Dinge, auf die du dich nicht verlassen konntest. Mal war ein Kollege da, dann wieder nicht. Dann war dieser Mensch wieder da und dann konntest du auf Teamplay vertrauen. Du konntest darauf vertrauen, dass man hier zusammen an etwas arbeitet und plötzlich war dieser Mensch schon wieder nicht da. Ja, sehr unvorhersehbar und du musstest wieder eine Riesenmenge an Arbeit alleine stemmen. Ja, eine solche Situation hattest du bei deiner Arbeit. Es muss nicht nur ein Arbeitskollege, eine Arbeitskollegin sein. Kann allerlei sein. Einfach irgendwas, worauf du dich nicht verlassen konntest beim Job. Es kann sogar so banal sein, dass du unbedingt, wenn du im Büro ankommst, Kaffee brauchst, ja, und ohne Kaffee nicht arbeiten kannst und die Maschine im Büro mal funktioniert hat, mal nicht, ja. Also irgendetwas Unberechenbares war da bei deinem Job in letzter Zeit. Das kittet sich jetzt wieder, das wird jetzt wieder normalisiert, das wird jetzt wieder regelmäßig sein, okay, die Maschine wird ab jetzt funktionieren und beim Arbeitskollegen, bei der Arbeitskollegin wirst du nicht mehr von seiner, ihrer Abwesenheit überrascht, sondern es wird vorhersehbarer sein, ja, planbarer sozusagen. Okay, für jene, die hier in die Liebe schauen, ich habe das Gefühl, dass du in der zweiten Jahreshälfte so dein persönliches Umfeld heilen möchtest. Nicht im Sinne von, du gehst da jetzt los und dokterst da rum an deinen Freunden. Es geht hier mehr darum, dass du das Gefühl hast, dass da etwas fehlt. Es kann sein, dass du zum Beispiel schon länger gesagt hast, meine Wohnung ist zu klein. Ja, ich möchte einen größeren Lebensraum. Es kann sein, dass du sagst, meine Beziehung ist schon länger am Kränkeln. Ich möchte jetzt diese Beziehung heilen. Ja, wir gehen jetzt zur Paartherapie und all das. Es kann sein, dass du sagst, hey, oder dieses Single-Dasein, das ist nicht meins, ich merke, dass mir da was fehlt. Und dann, oder dann schaut man, dass man sich hier zu jemandem mausert, der dies gerne in eine Beziehung gehen möchte. Ja. Das ist halt so, ja. Viele Menschen, die immer von Beziehung zu Beziehung hüpfen, haben Mühe, Single zu sein. Dann gibt es noch viele Menschen, die lange Single sind und Mühe damit haben, in eine Beziehung zu kommen. Hm? Gibt beides. Neun der Stäbe hier. Die Neun der Stäbe-Karte ist eigentlich ziemlich irrelevant. Weil das ist deine kleine Arkana, du hast hier Ängste, Barrieren in deinem Leben, du hast hier falsche Kenntnisse auch von deinen Eltern, sehe ich hier. Siehst du hier diese Wunde an deinem Kopf, diese Bandage, du hast hier Angst davor, einen Fehler zu machen, du hast hier Angst davor, leer auszugehen in einem Bereich in deinem Leben. Und du möchtest nicht leer ausgehen und deswegen kümmerst du dich momentan um dieses Thema. Es kommt mir ein bisschen vor, wie wenn du jetzt die Kraft dazu gefunden hast, jetzt die Ressourcen dazu gefunden hast, um dich hier tief in ein Thema rein oder um hier tief in ein Thema einzutauchen und es zu lösen sozusagen. Ich habe jetzt die Wörter ein bisschen vermischt, weil ich hier gleichzeitig die Bilder vor Augen habe. Wenn du hier einen Arbeitskollegen hast, der einfach plötzlich verschwindet manchmal, dann hast du jetzt die Position, die Kraft im Unternehmen, um dazustehen und zu sagen, hey Kopfdeckel, was tust du da? Ja? Oder zum Vorgesetzten zu gehen und zu sagen, hey, so geht's nicht weiter, sonst hau ich ab. Warum? Weil du es dir leisten kannst. Wenn es hier darum geht, dass du in einer Beziehung bist, die krank ist und die du heilen möchtest, dann hast du jetzt die Ressourcen, die Zeit, das Geld und all das und die Kraft und den Mut, um diese Beziehung zu heilen oder zu beenden zum Beispiel. Und wenn du eben zum Beispiel die Nase voll hast von deinem Single-Leben, dann hast du jetzt die Ressourcen, die Position, die Stabilität, die Langfristigkeit und den Mut, um dich hier jemandem zu öffnen. Okay? Wie gesagt, das hier ist eine kleine Arkana, die bedeutet gar nichts. Wir haben hier eine große Arkana. Kleine Arkana sind Dinge, die Tag ein, Tag aus
kommen und wieder rausgehen. Okay, aber große Arkanas sind Themen, die über einen längeren Zeit hinweg wirken und ich sehe dich vor allem sehr mutig, Waage. Ich sehe dich sehr mutig in der zweiten Jahreshälfte. Ich würde mich nicht wundern, wenn du auch mutige Sportarten ausprobierst in der zweiten Jahreshälfte, wie Bungee-Jumping oder Fallschirm oder solche Dinge. Okay? Ja, das waren jetzt viele Infos irgendwie, aber ja, ich erzähle halt, was bei mir so durchkommt, gell, über meine Antenne. Gell? 10 der Kelche hier. Heilung hier ich versuche es auszudrücken, ohne beleidigend zu wirken. Ich habe das Gefühl, Waage, dass dir kranke Vorstellungen vom Glück übermittelt wurden. Von klein auf, schon seit Kindestagen hat man dir hier falsche Vorstellungen davon gegeben, was das Glück ist. Und deswegen hast du zum Beispiel hier am Arbeitsplatz, falls es hier um den Arbeitsplatz geht, ja, wo es um diese Unbeständigkeit geht, die du endlich loswerden möchtest, dann hast du es bisher noch nicht angesprochen, weil du dachtest, dass du da irgendetwas schützen musst am Arbeitsplatz, ja, irgendwelche Beziehungen schützen musst oder ähnliches, damit du hier keins auf den Deckel bekommst. Wenn es hier um eine Beziehung zum Beispiel geht, dann hattest du hier all diese Stäbe hier erlebt, ja, das sind dann schmerzhafte Erfahrungen, die du gemacht hast und die hast du erlebt und du hast nicht erkannt, wie falsch die sind. Warum? Weil du sie nur so kanntest. Hm? Oder Menschen, die einander lieben, die sind doch eifersüchtig. Menschen, die einander lieben, die machen doch auch mal Witze übereinander. Ja, solche Dinge, wo die du von deinem Vater, von deiner Mutter, von deinen Onkeln oder so übernommen hast und die zu deiner Normalität wurden. Aber wir haben hier mit König der Münzen und der Kraftkarte, hier haben wir sehr starke Genesungskarten, ja, Stabilisierungskarten sozusagen. Okay, mit 10 der Kelche hast du jetzt vor Augen, was du haben kannst, was du haben sollst, was wirklich glücklich macht. Okay, gut. Ah, Page der Kelche. 3 der Münzen. Du, es gibt hier eine Person in deinem Leben, die an dir interessiert ist. Page der Kelche kann entweder eine neue Person darstellen oder eine jüngere Person. Okay, wir haben hier mit König der Münzen eine ältere Person auf deiner Seite. Entweder kennst du diesen Menschen bereits und dieser Mensch ist dann jünger wie du oder verhält sich jünger wie du. Ja, kann sein, dass dieser Mensch vitaler ist wie du, obwohl er sie vom Alter her ein bisschen älter ist wie du oder gleich alt. Oder es kann auch sein, dass du diesen Menschen neu antreffen wirst. Also gerade für jene, die hier neu ein Wasserzeichen kennenlernen werden, dieser Mensch hat irgendwo im Chart Mond, Venus, Aszendent, Sonnenzeichen ein Wasserzeichen drin. Gerade für jene, die diesen Menschen neu antreffen werden in der zweiten Jahreshälfte, ist das Timing perfekt. Weil genau dann, wenn dir ein Kelch hingehalten wird, erkennst du ein Kelch. Kelche stehen für Liebe, für Emotionen, für das Herz, das eingegeben wird. In der Vergangenheit hast du vor allem Ast der Stäbe erkannt. Waage. Passion, Leidenschaft, Funkeln, solche Dinge, ja, wenn es spannend wurde, das hast du angenommen und dann bist du bei 9 der Stäbe gelandet. Aber jetzt erkennst du Kelche, du erkennst es, wenn jemand dir Mitgefühl zeigt, wenn jemand Gutes für dich möchte, wenn jemand dir Liebe, ja, in deine Richtung, Liebe fließen lässt in deine Richtung und wenn jemand dich zum Beispiel positiv überrascht. Ja, wir haben hier ein Fischlein, siehst du das? Und das steht dann für Überraschungen und gerade bei Thema Kelchen für positive Überraschungen anstelle von negativen Überraschungen, über die wir jetzt hier vorher gehabt haben. Und hier mit König der Münzen und 3 der Münzen sehen wir, wie du hier jetzt etwas aufbauen möchtest. Für jene, die diesen Menschen bereits kennen, mit diesem Menschen, da ihr jetzt hier 10 der Kelche verfolgen möchtet mit einem Kelchmenschen, für jene, die diesen Menschen neu antreffen werden, ihr werdet sehr schnell hier sehen, was die Absichten von diesem Menschen sind und hier sehr schnell in Richtung Aufbau gehen. Also die Heilung hier, ich denk, dass diese Kraftkarte schon seit einigen Monaten bei dir pendent ist, Waage. Und du bist hier in der zweiten Jahreshälfte voll ready.
für das hier. Drei der Münzen bedeutet Beziehungsaufbau, Jobaufbau, Aufstieg, nächste Stufe und so weiter und so fort. Okay? Für jene, die hier im Job schauen, ich habe das Gefühl, dass ihr, sobald ihr hier eben wisst, was ihr braucht am Arbeitsplatz, damit es ein angenehmer Ort für euch ist, dass das dann euch sofort gegeben wird. Ja? Sobald dieser Kollege, diese Kollegin da erkennt, ey, oh, ich sorge bei Waage dafür, dass er sie hier nicht glücklich ist am Arbeitsplatz mit meiner unsteten Absenz hier, dann wird dieser Mensch dir das auch sofort geben, ja, diese Stabilität und diese Vorhersagen, diese Voraussagbarkeit, Vorhersehbarkeit. Okay? Und hier haben wir auch sowieso euch im Team im Gespräch mit dem Chef hier. Okay, wo es hier dann um die Besserung, die Stabilisierung der Situation geht. Okay? Ich werde jetzt in der Fortsetzung ein bisschen anders vorgehen. Und zwar werde ich, wie gehabt, zuerst eine weitere Reihe hier legen und schauen, was hier genau passieren wird und worauf das Ganze hier hinausläuft. Und dann werde ich hier noch Folgendes tun. Für jene, die es beim Gegenüber hier mit einem Erdzeichen zu tun haben, werde ich hier fragen, also Erdzeichen im Sonnenzeichen, ich sag's mal so, jetzt bei Waage, ich schau mal. Ja, so wäre es am gescheitsten. Für jene, die es mit jemandem zu tun haben, die im Sonnenzeichen ein Erdzeichen ist, werde ich diese Karten hier fragen, was du noch zusätzlich erfahren sollst über diesen Menschen. Für jene, die es mit jemandem zu tun haben, der Feuer im Sonnenzeichen ist und auch Luft und Wasser, für alle vier Elemente werde ich hier weitere Infos für euch holen, je nachdem, mit wem ihr es zu tun habt. Orientiert euch diesbezüglich am Sonnenzeichen, weil eben, schau mal, wenn ich sage, dass dein Gegenüber hier irgendwo ein Wasserzeichen hat, Mond, Venus, Aszendent oder Sonne, Aszendent kannst du nicht berechnen. Da brauchst du die Geburtszeit von deinem Gegenüber, oder? Und wenn du die Geburtsort auch nicht kennst, dann kannst du auch nicht Venus zum Beispiel bestimmen oder Mondzeichen. Okay, die kann man meistens nicht, oder die kann man nicht immer rausfinden, deswegen orientiere dich am Sonnenzeichen hier. Ich werde jetzt in der Fortsetzung für Erdzeichen, Luftzeichen, Feuerzeichen und Wasserzeichen beim Gegenüber werde ich weitere Informationen rausholen, sodass du mehr über dein Gegenüber weißt und über eure Situation, okay? Und dann werde ich noch für jene, die hier keinen Kontakt haben momentan oder diesen Menschen noch nicht angetroffen haben, diese Zeitkarten hier fragen, wann der nächste Kontakt stattfinden wird, beziehungsweise wann du diesen Menschen hier antreffen wirst. Den Link zur Fortsetzung findest du unten in der Infobox im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye, bye.